Inklusion ist die neue deutsche Einheit. Das sagt Heribert Prantl, Mitglied der Chefredaktion der Süddeutschen Zeitung beim Sozialpolitischen Forum des VdK Bayern in München. Wir haben mit ihm über das Thema Inklusion und die VdK-Kampagne zur Barrierefreiheit gesprochen. Herr Prantl, was bedeutet Inklusion für die Demokratie? Nun werden viele Menschen, die sich mit der Problematik nicht befasst haben, sagen, Inklusion klingt irgendwie modisch, ein Modewort. Überall hört man von Inklusion. Es geht, ja, übersetzt schlichtweg darum, dass Menschen, die Behinderungen haben, dabei sein können. Dass sie dabei sein können beim Leben, im Alltag. Dass sie arbeiten können, dass sie bei der Freizeit beteiligt sein können, dass sie nicht draußen sind, dass sie zur Gesellschaft gehören. Das ist Inklusion. Und ich glaube, wenn die Gesellschaft lernt, dass die Menschen mit Behinderungen da etwas beizutragen haben, wenn man sie nur lässt, dann lernt auch die Gesellschaft etwas dabei. Die Gesellschaft heute ist sehr ökonomistisch ausgerichtet. Es muss alles wahnsinnig schnell gehen, zum Beispiel zu lernen, dass manche Dinge auch ein bisschen anders gehen können und dass dieses Lernen erfüllend ist. Das, glaube ich, ist etwas, was man bei der Inklusion lernen kann. Wie weit sind wir in Sachen Inklusion heute in Deutschland? Nun ja, die Inklusion steht in etwas anderer Form im Grundgesetz seit fast einem Vierteljahrhundert. Sie steht in der UN-Behindertenrechtskonvention, sie ist Recht. Aber wenn das Gesetz schwarz auf weiß dasteht, heißt noch lange nicht, dass es auch umgesetzt ist. Die Umsetzung braucht viele Vorschriften en Detail und vor allem braucht es ein gesellschaftliches Bewusstsein. Diese Inklusion, so wie ich sie vorher kurz zu beschreiben versucht habe, ist etwas Wunderbares, aber noch lange nicht erreicht. Sie ist eine Realvision. Das heißt, sie soll passieren, sie soll eintreten, aber sie ist noch relativ weit weg. Man muss die Vision umsetzen, man muss in der Gesellschaft ein Bewusstsein dafür schaffen, dass es notwendig ist. Man muss auch die Menschen dafür begeistern, dass es wichtig ist für uns, diese Inklusion, dieses Dabeisein der Behinderten. Und Behinderten sind ja nicht irgendwelche Leute, die irgendwo in der Ecke sitzen, sondern die Zahl der Behinderten ist wirklich groß. Und das sind welche, die im Rollstuhl sitzen, denen man es von außen ansieht und ganz viele, die man es von außen nicht ansieht. Und die so zu fördern, dass sie dabei sein können, das ist ein ganz wunderbares Anliegen. Auf dem Flugblatt des VdK steht, Barrierefreiheit ist ein Menschenrecht. Jetzt war heute unter anderem zu hören, das sei vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen. Wie sehen Sie das? Das ist gar nicht hoch gegriffen, weil es darum geht, im Prinzip zufällige Nachteile. Behinderungen sind manchmal von Geburt an, manche werden Behinderungen zugefügt im Lauf des Lebens, dafür kann keiner etwas. Und es geht darum, bei dieser Inklusion, bei der Barrierefreiheit, die nicht bloß Rampen meint, dass ich schneller in den Zug reinkomme, sondern Barriere hat eine tiefe soziale Dimension. Es geht darum, dass alle Hindernisse abgebaut werden, die es Behinderten erschweren, teilnehmen zu können. Und dass Menschen in einer Demokratie auf Augenhöhe miteinander umgehen, es ist wichtig für die Demokratie, sonst funktioniert sie nicht. Es sind ja viele Angebote privater Dienstleister nach wie vor nicht barrierefrei. Soll man hier auf Freiwilligkeit setzen oder sind Vorschriften, Verpflichtungen nötig? Freiwilligkeit ist wunderschön, aber sie funktioniert halt ganz oft nicht. Und die Pflicht ist sozusagen das Mittel, um auch ein Bewusstsein durchzusetzen. Vielleicht brauche ich eines Tages die verpflichtenden Vorschriften nicht mehr. Wenn die gesetzlichen Vorschriften dazu geführt haben, dass die Gesellschaft lernt, dass sie überzeugt ist davon, dass man all diese Dinge braucht und dann irgendwann löst sich die Pflicht auf, weil es freiwillig gemacht wird, weil die Einsicht da ist. Aber das wird noch eine Zeit lang brauchen. Kann man Barrierefreiheit überhaupt unter einen Finanzierungsvorbehalt stellen? Wenn ich das mache, können Sie die Barrierefreiheit vergessen. Dann ist sie finanzierbar, wenn jemand gerade lustig ist, sie zu finanzieren, also wenn er ein paar Knöpfe übriges Geld hat. Es geht nur dann, wenn man es ohne solchen Vorbehalt macht. Finanzierungsvorbehalt ist ein schlechter Witz.
Herr Prantl, wir haben derzeit einen starken Flüchtlingszustrom nach Deutschland. Das ist das beherrschende Thema in den Medien. Sehen Sie die Gefahr, dass hier jetzt eine Bevölkerungsgruppe gegen die andere ausgespielt wird? Die Gefahr ist da, aber sie darf sich nicht realisieren. Es wäre ganz furchtbar, wenn sozusagen die Schlusslaterne hier rumgereicht wird. Da ist auch das Engagement der Verbände notwendig, das Engagement der Zivilgesellschaft, zu sagen, hier gibt es Probleme. Und es gibt Flüchtlingsprobleme und es gibt auch noch andere Probleme. Und diese Probleme sind nicht in irgendwelchen Rangfolgen zu lösen, dass man sagt, du bist am allerwichtigsten, das andere ist unwichtig. Das wichtige Flüchtlingsproblem macht die anderen wichtigen Gesellschaftsprobleme in diesem Land nicht unwichtig. Vielen Dank für das Interview.